Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Die Angst vor einer Katastrophe in Fukushima wächst. Nach einer Explosion stiegen dichte Wolken über der Atomanlage in Japan auf. Bilder zeigen die eingestürzten Wände eines der Reaktorgebäude. Und im Nordosten des Landes wird nach und nach das ganze Ausmaß der furchtbaren Zerstörungen sichtbar. Nur langsam läuft die Hilfe an. Die Zahl der Toten wächst. Tausende Menschen werden nach wie vor vermisst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestern Abend schon zeichnete sich ab, dass Japan nach dem Erdbeben und den daraus resultierenden Tsunamis von einer dritten, möglicherweise noch schwereren Katastrophe getroffen werden könnte, einem atomaren Unfall. Im Atomkraftwerk Fukushima, etwa 240 Kilometer nördlich von Tokio. Die Sicherheitszone um den Reaktor wurde ausgeweitet. Im Umkreis von jetzt 20 Kilometern sollen sich die Menschen in Sicherheit bringen. Zu einem GAU ist es jetzt definitiv gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Die bange Frage ist nun, ob daraus jetzt ein Super-GAU werden könnte, ein Unfall also, den niemand mehr lenken, geschweige denn eindämmen kann. Droht den Japanern, der ganzen Welt, ein neues Tschernobyl? Anja Martini über die aktuellen Entwicklungen. Jeder Einzelne wird gescannt. Die radioaktive Strahlenbelastung in ihren Kleidern könnte schon zu hoch sein. Diese Menschen kommen aus dem Gebiet in der Nähe des Atomkraftwerkes Fukushima 1. Sie alle mussten ihre Häuser verlassen oder besser das, was der Tsunami davon übrig gelassen hat. Ich war erleichtert, weil ich eine Mitfahrgelegenheit hatte, aber ich musste dauernd umsteigen und dann habe ich 12 Stunden bis hierher gebraucht, bis ich endlich hier war. Andere konnten einen der Busse erreichen. Es sind sehr viele ältere Menschen, aber auch viele Familien mit kleinen Kindern. Sie haben nur das Nötigste bei sich. Diese Turnhalle ist auf unbestimmte Zeit ihre Notunterkunft. Sie alle wissen nicht genau, was in den nächsten Tagen auf sie zukommen wird. Und sie wissen auch nicht, wie es ihren Verwandten geht. Die Behörden sagen, außerhalb von 10 oder 20 Kilometern sei es sicher. Aber die Strahlung, die kann sich ändern. Vielleicht kommt sie irgendwann einmal hierher. Das ist sehr beunruhigend. Aber es gibt keinen Ausweg. Der Grund für die Evakuierung ist dieser Moment. Am frühen Vormittag gibt es eine Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. Die Informationen, was wirklich passiert ist, fließen nur spärlich. Der erste, der sich äußert, ist ein Behördensprecher. Er sagt, es habe wohl eine Kernschmelze begonnen und es habe den Anschein, als seien Teile einer Röhre zerstört worden. So die Übersetzerin. Eine Kernschmelze würde bedeuten, dass Radioaktivität ausströmen würde. Kurze Zeit später wird klar, was diese Aussage bedeutet, und der Regierungssprecher dementiert. Die Explosion habe nicht im Reaktor selbst stattgefunden. Das Stahlgehäuse sei intakt, lediglich das Gebäude sei betroffen. Messungen hatten ergeben, dass die Strahlungen nach der Explosion geringer ausgefallen seien. Trotzdem aber erklärt der japanische Ministerpräsident, dass die Evakuierungszone um den Reaktor erweitert wird. Von 10 auf 20 Kilometer. Polizei und Armee sollen helfen, die Menschen aus der Region herauszuholen. Das Gebiet ist völlig zerstört. Der Tsunami hat hier besonders heftig gewütet. Häuser und Straßen sind kaum wiederzuerkennen. Die Soldaten kommen kaum durch. Wer hier eine Stunde ungeschützt unterwegs ist, bekommt so viel Radioaktivität ab wie sonst in einem Jahr, so ergeben es Messungen. Es sind mehr als 50.000 Menschen, die dieses Gebiet verlassen müssen. Jetzt verbringen sie die nächsten Stunden und eventuell Tage erst einmal in dieser Turnhalle. Mit dieser unklaren nuklearen Situation um. Ich kann Ihnen das am Beispiel von Tokio vielleicht schildern. Das ist da eine sonst so lebhafte Hauptstadt. 36 Millionen Menschen leben im Großraum Tokio. Eine so quirlige Stadt. Heute Abend geradezu eine gespenstische Ruhe. Viele Menschen sind zu Hause bei ihren Familien. Sie schauen gebannt darauf, was vor den Toren der Stadt passiert, im Atomkraftwerk Fukushima.
wo ja, es heute Nachmittag diesen schweren Zwischenfall gegeben hat. Was weiß man über die anderen Meiler, die nach dem Erdbeben abgeschaltet wurden? Immerhin brannte es gestern in dem ja sehr modernen AKW Onagawa. Ja, es hat diesen Brand gegeben. Es hat auch in mehreren anderen Reaktorblöcken in Schwesterkraftwerken offenbar Zwischenfälle gegeben. Offenbar scheint dort die Lage aber weitgehend unter Kontrolle zu sein. Die Reaktoren wurden planmäßig abgeschaltet, obwohl es zwischendurch hieß, dass auch für diese Reaktoren ein Notstand ausgerufen wurde. Eine Explosion oder einen größeren Zwischenfall, von dem haben wir inzwischen allerdings nicht gehört. Kernschmelze oder nicht, wie schätzen Sie die Informationspolitik der japanischen Regierung angesichts dieser Katastrophe ein? Es gibt ja 55 Atomkraftwerke in ganz Japan und es gibt immer wieder Zwischenfälle. Das ist manchmal ein kleiner Riss, das ist manchmal die Überhitzung, manchmal sind es andere kleinere Zwischenfälle. Aber die Menschen fühlen sich nicht wirklich gut informiert. Manchmal erfahren sie erst 30 Jahre später nach 30 Jahren von einem solchen Zwischenfall. Das hinterlässt einen Eindruck und auch beim jetzigen Störfall dieses 40 Jahre alten AKWs hören wir, dass vor allem die Menschen rund um das Atomkraftwerk nicht ausreichend informiert werden. Offenbar gibt es da massive Beschwerden von den Menschen, die diesen Sperrkreis nun verlassen müssen und sich in Sicherheit bringen sollen. Philipp Abrisch, vielen Dank nach Tokio. Wir sprechen gleich noch einmal wieder. Über die weiteren Auswirkungen des Erdbebens und der Tsunamis reden wir gleich in der Sendung noch. Bleiben wir bei den Atomkraftwerken und der unklaren Lage. Wir sprechen jetzt mit dem ARD-Wissenschaftsexperten und Physiker Ranga Yogeshwar, der unter anderem auch am Schweizer Institut für Nuklearforschung gearbeitet hat. Einen schönen guten Abend nach Köln. Hallo. Was war das für eine Explosion, die wir heute gesehen haben? Was ist da genau passiert im Atomkraftwerk Fukushima? Susanne, das Atomkraftwerk Fukushima ist ein sogenannter Siedewasserreaktor, 30 Jahre alt. Das ist der Normalbetrieb und nun ist Folgendes passiert. Es gab das Erdbeben, es gab eine Notabschaltung, aber das Kühlwasser fehlte und es kam im Innern zu sehr hohen Temperaturen. Und diese hohen Temperaturen führen dazu, dass Wasserstoffgas sich bildete. Und dieses Wasserstoffgas führte zu einer Knallgasexplosion. Der ein oder andere kennt das noch aus dem Chemieunterricht, nur hier in ganz groß. Und das kann man auch auf den Realbildern erkennen. Ich habe die heute im Laufe des Nachmittags auch mit Fachleuten der GRS genauer untersucht. Und man sieht das gerade auch in der Großaufnahme. Und zwar das Dach des Reaktorgebäudes wurde durch die Druckwelle, die man hier sieht, zerstört. Aber, und das ist die große Hoffnung, das Innere des Reaktors ist möglicherweise noch heil. Und jetzt hat man das große Problem, dass man eines verhindern möchte, nämlich dass es zu einer Kernschmelze kommt. Denn der Reaktor ist nicht aus, im gewissen Sinne läuft er immer noch weiter, produziert etwa 10 Megawatt. Das ist sehr viel Wärme und man hat heute Nachmittag etwas sehr Unkonventionelles gemacht. Und das ist eigentlich der Beleg dafür, dass man den Reaktor an sich aufgegeben hat. Man hat nämlich den Zwischenraum hier mit Meerwasser gefüllt. Denn, und das ist das Gebot nicht nur der Stunde, sondern der nächsten Tage, man muss diesen überhitzenden Reaktorkern kühlen. 10 Megawatt, das ist sehr viel Energie. Und man hofft, das nun durch Meerwasser zu tun. Dieses Meerwasser erhitzt sich. Und in den nächsten Tagen werden wir vermutlich in den Nachrichten hören, dass die Japaner eine Art Kreislauf hier bauen und versuchen über Wärmetauscher die Wärme wegzubringen. Nun, wenn Sie Glück haben, funktioniert das. Wenn Sie Pech haben, ist es so, dass die Wärmeleitung nicht ausreicht, dass der Kern sozusagen weiter heiß läuft und im schlimmsten Fall tritt dann irgendwann das flüssige Material hier in Kontakt mit dem Wasser und dann kommt es zu dem, was ich hoffentlich nicht sehen möchte, nämlich zu einem Super-GAU. Dann gibt es eine wahre Detonation und Radioaktivität geht nach außen. Was heißt das unterm Strich? Ist die Situation jetzt sicher oder nicht sicher? Also im Moment haben wir einfach eine Situation, bei der man alles versucht. Also die Situation ist wirklich nicht sicher. Also auch wenn man mit den Fachleuten redet, merkt man das. Man spielt auf Zeit, denn es geht darum, dass dieser Kernbrennstoff, der immer noch sehr viel Energie erzeugt, erst im Laufe von Tagen sozusagen sich abkühlt oder so weit abkühlt, dass diese dramatische Kernschmelze dann nicht mehr so zu erwarten ist. Und das ist das Gebot der Stunde. Man versucht auf jeden Fall,
diesen Container, in dem der Kernbrennstoff ist, intakt zu halten. Denn man möchte verhindern, dass genau das passiert, was wir in Tschernobyl gesehen haben, dass nämlich große Mengen an Radioaktivität dann ans Äußere kommen. Sie waren ja vor einiger Zeit auch in Tschernobyl. Kann sowas wie damals in der Sowjetunion jetzt auch in Japan passieren? Also etwas Ähnliches kann passieren. In Tschernobyl war es ein etwas anderer Reaktor, der war graphitmoderiert. Und das führte dazu, dass es einen Reaktorbrand gab mit sehr hohen Temperaturen. Und dadurch gelangte sehr viel radioaktive Substanz aus dem Reaktorkern nach außen. Die berühmte Aschewolke, die dann auch ein sehr, sehr großes Areal kontaminiert hat. In der jetzigen Situation ist das noch nicht der Fall, obwohl man natürlich Cäsium und Jod-131 misst. Aber es ist noch nicht so, dass großflächig jetzt radioaktive Asche austritt. Wir hoffen, dass das in den nächsten Tagen und vor allen Dingen auch in den nächsten Wochen in der Konstruktion, die man jetzt gewählt hat, hält. Wenn dem nicht so ist, muss man sich klar machen, in Tschernobyl ist es ein Areal von 780.000 Hektar, auf denen zum Beispiel keine Landwirtschaft mehr betrieben werden kann. 5% des Bruttoinlandsproduktes der Ukraine fließen nach 25 Jahren immer noch in die Instandhaltung des Sarkophags von Tschernobyl. Wenn das in diesem dicht besiedelten Japan passiert, ist es eine wahre Katastrophe. Ranga Yogeshwar, vielen Dank nach Köln. Schon vor der Katastrophe in Japan hatten Atomkraftgegner für heute eine Menschenkette zwischen Stuttgart und dem AKW Neckarwestheim geplant, um gegen den schwarz-gelben Ausstieg aus dem Atomenergieausstieg zu protestieren. Durch die Katastrophe in Japan hat diese Demonstration einen fast unheimlichen Nachdruck bekommen, viel Zuspruch und Argumente. Zwar ist in Deutschland die Gefahr eines Terrorangriffs auf Atomkraftwerke oder eines Flugzeugabsturzes wesentlich höher als die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens. Aber gerade der Meiler im baden-württembergischen Neckarwestheim befindet sich in einem Erdbebengebiet. Und Japan zeigt auch, die Technologie ist offenbar doch nicht so sicher wie Befürworter der Kernenergie, die es auch jetzt noch betonen. Jochen Gräbert. Die Anti-Atom-Demonstration war schon seit langem geplant, doch mit so vielen Teilnehmern hatten die Veranstalter nicht gerechnet. 45 Kilometer lang reichte heute die Menschenkette von der Staatskanzlei in Stuttgart bis zum Kernkraftwerk Neckarwestheim. Kein Zweifel, nach der Reaktorexplosion in Japan steht die Debatte um den Ausstieg aus der Atomenergie unter neuen Vorzeichen. Selbstverständlich ist die Forderung raus, abschalten, so schnell wie möglich, raus aus einer Technologie, aus der Atomtechnologie, die von keinem Menschen beherrschbar ist. Der Protest richtete sich gegen die von der schwarz-gelben Bundesregierung durchgesetzte Verlängerung der Restlaufzeiten deutscher Atomkraftwerke. Zu den Initiatoren der Kundgebung zählte auch die SPD. Doch angesichts der japanischen Tragödie wollte Parteichef Gabriel den innenpolitischen Streit über die Atomkraft heute noch nicht führen. Das ist eine unglaubliche Katastrophe für die Menschen da. Und deswegen finde ich, zuallererst muss man jetzt gucken, was gibt es an internationaler Hilfe. Die innenpolitische Debatte, wer macht da was und wie stehen wir zur Atomenergie, die können wir sicher danach noch ausreichend führen. Heute ist der Tag, wo man sich kümmern muss um Hilfe für Japan. Die Kanzlerin bezeichnete die Reaktorkatastrophe als einen Einschnitt für die ganze Welt. Und sie forderte eine Überprüfung aller deutschen Atomkraftwerke. Anlass zu einer Wende in ihrer Atompolitik sieht sie aber nicht. Jeder weiß, und das will ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, dass ich die friedliche Nutzung der Kernenergie als Brückentechnologie zumal für verantwortbar und für vertretbar halte. Bei dieser Haltung ist aber die Sicherheit der Kernkraftwerke und damit der Schutz der Menschen immer oberstes Gebot. Rund um die Uhr tagte heute der Krisenstab im Auswärtigen Amt. Deutsche Helfer und eine Hundestaffel des Technischen Hilfswerks sind bereits in Japan gelandet. Außenminister Westerwelle warnte die in Japan lebenden Deutschen vor der atomaren Bedrohung. Das Auswärtige Amt empfiehlt allen Deutschen in der Region um die Atomkraftwerke Fukushima und im Großraum Tokio-Yokohama zu prüfen, ob ein Aufenthalt in Japan weiterhin erforderlich ist. Eine akute Gefahr für Deutschland besteht aufgrund der großen Entfernung zwar nicht, aber die Debatte um die Beherrschbarkeit der Atomtechnik, sie steht erneut auf der Tagesordnung der deutschen Politik. Über die neu entbrannte Diskussion um die Nutzung von Atomenergie in Deutschland spreche ich jetzt mit Bundesumweltminister Norbert Röttgen in Berlin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Holz. Herr Röttgen, welche Gedanken gehen Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie die Bilder sehen, die Nachrichten hören, die uns aus Japan erreichen? Ja, es geht mir nicht nur Gedanken durch den Kopf, sondern es ist so ein ganz umfassendes Gefühl,
dass etwas eintritt, was sehr fundamental ist, was ich, was man wahrscheinlich noch gar nicht wirklich erfassen kann. Das ist schon eine Zäsur, weil ja jetzt doch das passiert ist, von dem man immer gesagt hat, das kann nicht passieren, wir haben alle Sicherungen dagegen. Das ist etwas sehr Veränderndes. Angesichts dieser Katastrophe, Sie galten eigentlich immer als Gegner der Verlängerung von AKW-Laufzeiten in Deutschland. Die Regierung hat im Herbst mit ihrem Energiekonzept aber einen anderen Kurs eingeschlagen. Sehen Sie sich jetzt in Ihrer ursprünglichen kritischen Haltung nicht bestätigt? Mein Empfinden heute ist, dass das nicht der Tag ist, um jetzt Recht zu haben oder politische oder parteipolitische Debatten zu führen. Wir sind jetzt in einer akuten Notsituation mit Toten und Verletzten, nicht wegen Radioaktivität, sondern wegen des Erdbebens und des Tsunamis. Aber es hatte diese Folgen auch dort. Selbstverständlich kommt dann auch diese Grundsatzdebatte, gar nicht eine Frage von Laufzeiten, sondern die Grundsatzfrage auch der Beherrschbarkeit, der Sicherheit trotz aller Bemühen, das Restrisiko, seine Hinnehmbarkeit. Ich finde, dass dieser Debatte nicht ausgewichen werden darf, auch nicht kann. Aber mein Empfinden am heutigen Tag ist, dass das der falsche Tag dafür ist. Wir haben eine akute Not. Wir sind mit allen in Kontakt, natürlich mit japanischen Behörden, mit internationalen Behörden, die nationalen Behörden untereinander. Ja. Wann ist denn der richtige Tag? Wann muss denn da Bilanz gezogen werden? Wenn nicht heute, wann dann? Nein, ich glaube, dass heute ist ein Tag für viele des Mitempfindens, des Mitgefühls, dann auch für uns der vollen Konzentration. Können wir helfen? Wie können wir helfen? Deutsche Hilfsbereitschaft ist vorhanden, auch Hilfsfähigkeit ist vorhanden. Wir brauchen Informationen, damit wir korrekt informieren können. Ich bin der Auffassung, dass der Staat, die Behörden, auch ich als Umweltminister über das vom ersten Augenblick an informiere, was selber mein Kenntnis- und Einschätzungsstand ist. Darum habe ich bereits gestern davon gesprochen, wir können keine Konsequenz ausschließen, auch nicht den äußersten Fall einer Kernschmelze. Das sind keine leichtfertigen Aussagen. Dafür braucht man alle verfügbaren Informationen. Es sind uneinheitliche und wenige genug. Und wenn man auch eine etwas gesichertere Basis hat, wenn man auch nicht mehr in der akuten Gefahrenabwehrsituation ist, dann glaube ich, ist das da. Ich will wirklich nicht keiner Diskussion und auch keiner grundsätzlichen ausweichen. Aber am heutigen Tag finde ich es wirklich deplatziert. Stichwort Emotionen, Gefühle. Glauben Sie nach Fukushima immer noch, dass eine Verlängerung der sogenannten Brücke von Atom zu erneuerbarer Energie vom Großteil der deutschen Bevölkerung noch akzeptiert wird? Wir haben ja Kernenergie. Wir betrachten sie als Brücke. Das heißt, sie ist ein Auslaufmodell. Es geht dann um die Modalitäten. Das war immer eine Frage. Da ging es dann um Längen. Aber wir haben die Kernenergie genutzt. Wir haben sie auch für vertretbar gehalten. Auch die rot-grüne Koalition, die einen Ausstiegsbeschluss gefasst hatte, Anfang 2000, hat ja gesagt, sie sollen noch rund 20 Jahre laufen. Wir werden selbstverständlich alle Erfahrungen, die nun vorliegen, auch auswerten, was Sicherheit anbelangt, was Sicherheitsmöglichkeiten anbelangt. Wir werden auch in technische Diskussionen eintreten. Aber es stellt sich auch diese Frage, ob wir diese Brücke, das Verlassen können der Kernenergie, die Erreichbarkeit neuer, alternativer, insbesondere regenerativer und anderer Energiequellen nicht noch beschleunigen können. Wir müssen von konventioneller Energieversorgung, wir haben jetzt in den letzten Tagen über Öl gesprochen und haben ja auch andere Krisenherde in der Welt, heute und seit gestern die Katastrophe in Japan. Ich glaube, es ist uns nochmal mit Dringlichkeit bewusst geworden in diesen Tagen, dass wir eine andere Energieversorgung brauchen, dass es Grundsatzfragen nicht nur eines Landes, sondern im Grunde der Menschheit sind, die wir beantworten müssen, schneller zu anderen Versorgungsmöglichkeiten zu kommen. Dass wir weg wollen, ist klar, aber über den Weg, die Geschwindigkeit und auch grundsätzliche Fragen der Vertretbarkeit, der Verantwortbarkeit sind neu gestellt. Ich empfehle keinem, diesen Fragen auszuweichen. Es ist zwar nicht der Tag, sagen Sie, heute darüber zu sprechen, aber brauchen wir neue, andere, bessere Sicherheitsstandards auch für die modernen Meiler in Deutschland? Für uns war immer, für mich, ich habe das immer so gesagt und wir haben es auch so jetzt gesetzlich verändert, nämlich verbessert.
dass Sicherheit die oberste Priorität, der oberste Maßstab ist und keinem Kompromiss zugänglich ist. Darum haben wir eine neue auch Sicherheitsarchitektur, nämlich eine dynamische Entwicklung, also eine Fortentwicklung an des Gesetzes vorgenommen, die sich an der Fortentwicklung von Gesetz und Technik orientiert und eine Verpflichtung, den jeweils neuesten Stand von Gesetz und Technik dann auch durchzuführen, anzuwenden, und zwar ohne Rücksicht auf Kosten und Geld. Das muss so sein, und da scheue ich keine Diskussion. Ich möchte jede Diskussion. Wir brauchen, wollen und müssen den obersten Sicherheitsstandard erreichen. Aber die Debatte, die jetzt ausgelöst ist, ist ja die, die Japaner sind ja nicht irgendeine Gesellschaft. Das ist ein Hochtechnologieland, die drittgrößte Volkswirtschaft, die Vorsorge, Sicherheit auch immer ernst genommen hat und nicht auf die leichte Schulter genommen hat. Japan ist Erdbebengebiet, und darum haben sie Sicherheitsmaßnahmen gegen Erdbeben sehr ernst genommen, und trotzdem ist es passiert. Wir müssen uns also mit dem beschäftigen, was ist der höchste menschlicher Erkenntnis jeweils zugängliche Sicherheitsstandard. Und wir müssen uns auch mit der politischen und ethischen Frage des Trotzdem beschäftigen. Beides, glaube ich, ist ein Gebot der politischen Klugheit wie der politischen Ethik. Ja. Stichwort Sicherheit: in Deutschland bzw. in Japan leben rund 5000 deutsche Bürger. Kümmert sich die Bundesregierung um deren Wohlergehen, um ihre Sicherheit? Ja, das ist selbstverständlich. Das tun die beteiligten Ministerien. Wir standen und stehen untereinander in Kontakt. Darum hat die Bundeskanzlerin gerade den Außenminister, den Innenminister und mich zusammengerufen, um die jeweiligen Zuständigkeiten auch zusammenzubringen, Informationen und Einschätzungen auszutauschen. Es sind Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks entsandt worden, auch andere Experten, auch aus meinem Haus entsandt worden nach Tokio. Wir kümmern uns selbstverständlich insbesondere um unsere Staatsangehörigen, aber unser Hilfsangebot gilt selbstverständlich auch der japanischen Bevölkerung und darüber hinaus. Ja, für dieses Gespräch, Herr Minister, vielen Dank nach Berlin. Ich bedanke mich. Und soeben gibt es eine neue alarmierende Meldung über die Region rund um die beiden Atomanlagen in Fukushima. Nach Informationen der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien wird die Gegend weiter umfangreich evakuiert. 140.000 Menschen sind demnach mittlerweile in Sicherheit gebracht worden. Möglicherweise ein Hinweis darauf, dass die Lage dort immer gefährlicher wird. Anderthalb Tage ist es her, dass das gewaltige Erdbeben Japan erschütterte und sogar den Lauf der Welt veränderte. Zum einen, weil die Ausmaße und die Folgen des Bebens und der Tsunamis noch nicht annähernd klar sind. Man vermutet, dass mindestens 1.800 Menschen ums Leben kamen. Ganze Küstenregionen sind völlig zerstört. Zum anderen, weil die gewaltige Erschütterung nach Ansicht von Experten allein die japanische Hauptinsel um mehr als 2 Meter und damit die gesamte Achse der Erdrotation verschoben hat. Sonja Meyer fasst die Situation in Japan am Tag 1 nach dem Beben für uns zusammen. Sie spenden einander Trost. Die Gemeinschaft ist das Einzige, was manchen geblieben ist, nach dem Erdbeben und Tsunami so vieles zerstörten. Die Suche nach den Vermissten beginnt. Es sind 10.000, wenn nicht noch mehr. Doch trotz Trauer und Angst bleiben die Japaner ruhig. In der Stadt Mito, im am schwersten getroffenen Nordosten des Landes, werden Lebensmittel und Wasser langsam knapp. Dennoch warten die Menschen geduldig. Oft stundenlang, bis sie an der Reihe sind. Es fehlt an allem. Alle Geschäfte sind geschlossen. Dies ist eines der wenigen, die noch geöffnet haben. Also bin ich hierher gekommen, um Trinkwasser und Essen zu kaufen. Ich kam hierher, um Wasser zu kaufen, aber es gab keins mehr. Ich mache mir Sorgen, wie lange es noch so weitergeht. In den Küstenstädten, die von den Wellen des Tsunami überrollt wurden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die, die sich vor dem Wasser retten konnten, mussten ausharren, bis die Helikopter kommen. In der Präfektur Miyagi haben viele die eiskalte Nacht auf den Dächern verbracht. Die Hubschrauber können die Menschen nur einzeln retten. Das kann noch Tage dauern. Rund 300.000 Menschen mussten ihre völlig zerstörten Häuser verlassen. Zwischen den Trümmern suchen Rettungskräfte noch immer nach Überlebenden. 3.000 Menschen konnten sie bis heute bergen, doch noch viele mehr werden vermisst. Die Ungewissheit nagt an den Menschen. Oft können sie ihre Angehörigen nicht einmal anrufen, weil Telefone nicht überall funktionieren. In der Stadt Minamisanriko ist fast jeder Zweite verschollen, rund 10.000 Bewohner.
Luftaufnahmen zeigen, wie die Küstenstadt vom Tsunami geradezu weggespült wurde. Dort, wo vorher Wohnviertel waren, hat das Wasser kaum etwas zurückgelassen. Bislang sprechen die Behörden noch von insgesamt 1.800 Toten. Diese Bilder zeigen, dass es vermutlich noch viel mehr sein werden. Einige Bewohner der Küstenstädte konnten sich rechtzeitig vor dem Tsunami in Sicherheit bringen, so wie diese 34 Jahre alte Hausfrau aus Nakuri City. Mit ihrem 5 Monate alten Baby ist sie den tödlichen Wellen gerade noch so entkommen. Als ich nach Hause kam, schrie eine Nachbarin, ein Tsunami kommt, also bin ich aus dem Haus gerannt. Ich sah den Tsunami auf mich zukommen. Die Rettungsstation war zu weit entfernt, also bin ich zur Fußgängerbrücke gerannt. Zehntausende sind nun obdachlos. Sie haben die Nacht in Notunterkünften verbracht. Wie lange sie dort bleiben müssen, wissen sie nicht. Manche haben kein Haus mehr, zu dem sie zurückkehren können. Doch in solchen Momenten zählt nur noch das Überleben. Mein Zuhause ist Minamisoma und ich habe Verwandte, die ich noch nicht erreichen konnte. Und außerdem gibt es Berichte über Radioaktivität. Ich habe wirklich Angst um deren Sicherheit. Das ist die nächste Sorge, die Verstrahlung. Die Katastrophe in Japan, sie ist noch lange nicht vorbei. Philipp Abresch, noch einmal zu Ihnen nach Tokio. 1,5 Tage liegen Beben und Tsunami jetzt zurück. Sie wollten heute Richtung Norden fahren. Welchen Eindruck haben Sie dabei gewonnen? Wie ist es um die betroffenen Gebiete bestellt? Die Autobahnen sind gesperrt. Wir mussten uns Richtung Norden auf Nebenstraßen sozusagen durchschlängeln. Wir sind etwa 100 Meter bis vor das Atomkraftwerk gekommen. Dann war Schluss. Wir haben dann auch von dieser Explosion gehört, die es dort gegeben hat. Und wir wollten auch gar nicht mehr unbedingt weiter. Wir sind dann umgedreht. Wir haben auf unserer Reise mit vielen Menschen gesprochen, die sich tatsächlich sorgen, so nah am Atomkraftwerk zu leben. In den Supermärkten wird eingekauft, vor allem Lebensmittel, Trinkwasser. Man hat Angst vor weiteren Erdbeben, vor weiteren Tsunamiwellen. Und natürlich schaut man auch dort ganz gebannt auf die Situation gerade an diesem Katastrophenreaktor. Ja, verheerende Zerstörung beweisen die Bilder, die uns erreichen. Über die Opferzahlen gibt es kaum Klarheit. In einer der betroffenen Küstenstädte werden etwa 10.000 Menschen, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung, dort vermisst, heißt es. Worauf muss sich Japan einstellen? Japan ist eigentlich sehr gut vorbereitet gewesen auf solcherlei Katastrophenszenarien. Man hat das ja viele Jahre erwartet, ein schweres Erdbeben. Man hat fast monatlich Übungen abgehalten. Jetzt Chaos und die Schwierigkeit, Menschen zu retten, Hilfe effektiv leisten zu können, das liegt vermutlich daran, dass die Ausmaße dieser Katastrophe so dramatisch sind, dass die Tsunamiwelle so verheerend war, dass das Erdbeben so stark war. Die Retter versuchen sich jetzt nach und nach in den Nordosten des Landes vorzuarbeiten. Aber es dürfte schwierig sein, in den Trümmern Überlebende zu finden. Wir haben ja jetzt die zweite Nacht. Die zweite Nacht ist schon angebrochen. Es ist bitterkalt. Die Chancen, Überlebende zu finden, dürfte weiter sinken. Ja, für Ihre Schilderungen vielen Dank nach Tokio. Vielen Dank, Philipp Abresch. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Auch das Ausland sendet Hilfe. Am Flughafen in Tokio ist Stefan Stuchlik, der ein Team des Technischen Hilfswerks begleitet, das in der Region Katastrophenhilfe leisten will. Wie lässt sich die Situation bei Ihnen am besten beschreiben? Hier ist es 6 Uhr morgens und wir haben gehört, dass der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Busse von den Flughafenhotels fahren voll bepackt mit all den Ausländern, die auch schon gestern Nachmittag beinahe verzweifelt versucht haben, das Land mit den letzten Maschinen zu verlassen, als die Katastrophenmeldungen von der Atomkatastrophe hier sich verbreitet haben. Als dann noch aus Katastrophenschutzgründen der Flugbetrieb eingestellt wurde, spielten sich hier einige sehr unschöne Szenen ab. Nicht allein deswegen hat wahrscheinlich die japanische Regierung beschlossen, die Zufahrtsstraßen zum Flughafen hier in Narita zu sperren. Wir sitzen hier also auf einer Insel, auf der man nicht drauf und von der man nicht mehr runterkommt. Gesperrte Straßen, was heißt das denn für das Team des THW? Das will ja sicherlich jetzt los und Hilfe leisten.
Für das THW ist das ein großes Problem, für die Menschen, die da arbeiten, sogar eine persönliche Tragödie. Wir reden ja über Erdbebenhilfe, da zählt ja bekanntlich jede Stunde. Und jetzt hier quasi eingeschlossen zu sitzen, das ist für die Männer natürlich sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was noch helfen könnte, wäre ein Helikopter. Man kommt sonst gar nicht anders nach Norden. Der Helikopter müsste aber von der japanischen Regierung kommen. Und die hat, so hat man uns gesagt, im Moment ganz andere Probleme, Stichwort Atom. Es wird also wahrscheinlich noch Tage dauern, bis auch die deutschen Hilfstruppen wirklich vor Ort sein können. Stefan Stuchlik, vielen Dank. Innerhalb weniger Stunden wurde Japan von gleich drei Katastrophen heimgesucht. Ein Kommentar zu dieser schwierigen Situation jetzt von Mario Schmidt vom Norddeutschen Rundfunk. Ich bewundere die Japaner. Wir sehen apokalyptische Bilder, Tod und Zerstörung. Und das erdbebengeplagte Volk rappelt sich auf und erträgt besonnen sein Schicksal. Kein Land der Welt wird so oft von der Natur angegriffen, aber Japan will sich den Naturgewalten nicht beugen und schützt sich besser als jedes andere Land mit Warnsystemen, Stahlkonstruktionen und Katastrophenübungen. Ich habe aber auch Angst vor den Japanern, denn einige glauben, die Natur beherrschen zu können. Das energiehungrige Land setzt auf Atomstrom und macht sich sogar immer stärker von ihm abhängig. Die Betreiber der über 50 Atomkraftwerke konnten noch bis zum Freitag verkünden, ihre Anlagen seien erdbebensicher. Heute blickt die ganze Welt voller Angst nach Fukushima und klar ist nur, nichts ist sicher, wenn die Natur mit Megabeben und Monsterwellen zuschlägt. Und schon erinnern wir uns an Zwischenfälle in der Vergangenheit, bei denen die japanischen Betreiber ihre Pannen lange vertuschten. Was vertuschen sie jetzt? Ihr Krisenmanagement ist katastrophal, die Welt in Angst und es gibt keine klaren Antworten. Doch hier kommt die bittere Aussicht. Japan kann sich einen Atomausstieg nicht leisten. Das Land hat kaum Rohstoffe. Es ist zwar fortschrittlich bei der Entwicklung alternativer Energien, aber die werden absehbar den gigantischen Bedarf nicht decken können. Was soll eine Industrienation wie Japan also tun? Der Welt bleibt nicht viel mehr übrig, als die Japaner zu noch besseren Sicherheitsstandards zu drängen. Aber gefährliche Atomkraftwerke auf wackeligem Boden, sie werden trotz dieser Katastrophe vorerst bleiben. Genau wie die Angst vor dem nächsten Megabeben. Mario Schmidt kommentierte. Und jetzt weitere Kurznachrichten des Tages mit Jan Hofer. Für die Rettung des Euro soll voraussichtlich künftig mehr Geld zur Verfügung stehen. Auf einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Eurozone eine Reihe von Maßnahmen. So soll der Rettungsfonds so aufgestockt werden, dass 440 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Die finanziellen Belastungen für Deutschland könnten sich dadurch erhöhen. Die Bundeswehr hat eine Verwicklung deutscher Soldaten in den Tod einer afghanischen Zivilistin zurückgewiesen. Das könne derzeit nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden, heißt es in einem vorläufigen Untersuchungsbericht. Die afghanische Polizei hatte erklärt, die Bundeswehr habe die Frau am vergangenen Mittwoch versehentlich erschossen. Nach den massiven Streiks bei der Bahn hat Bundesverkehrsminister Ramsauer die Lokführergewerkschaft GDL scharf kritisiert. Die Tarifautonomie sei ein hohes Gut, sagte Ramsauer dem Spiegel. Sie dürfe aber nicht zum Tarifegoismus einer Spartengewerkschaft werden. Die Deutsche Bahn, die gar nicht erster Adressat der Forderungen der GDL sei, müsse nun quasi als Geisel herhalten, so Ramsauer. In Libyen haben die Truppen Gaddafis den Rebellen heute eine heftige Niederlage beigebracht. Sie eroberten die wichtige Ölstadt Ras Lanuf zurück. Eine militärische Hilfe der internationalen Gemeinschaft könnte daher immer dringlicher werden. Seit Tagen wird über eine Flugverbotszone über Libyen diskutiert. Kritiker wie Außenminister Westerwelle hatten einen derartigen Schritt immer auch von der Zustimmung der Arabischen Liga abhängig gemacht. Heute nun haben die Außenminister fast aller Mitgliedsländer den UN-Sicherheitsrat dazu aufgefordert, diese Flugverbotszone einzurichten. Jörg Armbruster. Aufständische beim Rückzug. Dank ihrer weitreichenden Artillerie und ihren Kampfflugzeugen ist es den Gaddafi-Truppen gelungen, die Hafenstadt Ras Lanuf zurückzuerobern. Die Aufständischen haben keine geeigneten Waffen, um sich gegen diese Übermacht zur Wehr zu setzen. Sie beklagen sich bitter bei den wenigen Kameraleuten an der Front. Jeden Tag bombardiert er uns aus seinen Flugzeugen, auch heute wieder. Von hier aus sind es weniger als 250 Kilometer bis zur Hauptstadt des Widerstandes Benghazi. Und was dieser Stadt bei einer Eroberung möglicherweise blüht, deuten diese Bilder an. Es sind Amateuraufnahmen,
aus der gestern zurückeroberten Stadt Ansawiya, westlich von Tripolis gelegen. Sie zeigen, wie Gaddafis Truppen bei ihrem Einmarsch ganze Straßenzüge zerstört haben. Angesichts dieser militärischen Niederlage innerhalb von wenigen Tagen appellierte der Chef des Oppositionsrates heute in Benghazi an die Weltöffentlichkeit, über Libyen ein Flugverbot einzurichten. Wenn es kein Flugverbot gibt und wenn die Schiffe nicht kontrolliert werden, dann wird es in Libyen zu einer Katastrophe kommen. Vor dem Gebäude der Arabischen Liga in Kairo demonstrierten heute Libyer ihre Solidarität mit den Aufständischen in ihrer Heimat. Sie verlangten, dass über dem ganzen Land eine solche Sperrzone eingerichtet wird. Andernfalls: Jede Verzögerung ist eine Aufforderung an Gaddafi, weiter so brutal gegen sein Volk vorzugehen. Es ist, als ob du zu ihm sagst, mach weiter so. Die Arabische Liga schloss sich heute Abend dieser Meinung an und forderte den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, ein solches Flugverbot zu verhängen. Der Generalsekretär der Liga versteht dies als humanitäre Maßnahme, als Schutz der Bevölkerung. Eine militärische Intervention am Boden lehnt die Arabische Liga aber ausdrücklich ab, betont er in der Pressekonferenz. Von dieser Sitzung war das Gaddafi-Regime ausdrücklich ausgeschlossen, wegen seines unmenschlichen Kampfes gegen seine eigene Bevölkerung, wie es hieß. Jetzt muss der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen entscheiden, ob er bereit ist, diese Aufständischen in Libyen vor Gaddafis Luftwaffe zu schützen. Und wir kommen zum Sport. Jede noch so stolze Serie geht einmal zu Ende. Eine Erkenntnis, die heute auch Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga machen musste. Andreas Keckel. Ja, wer hätte es gedacht. Auch die Dortmunder sind noch schlagbar. Der Tabellenführer kassierte heute seine erste Niederlage überhaupt in diesem Jahr. 0:1 verloren und das ausgerechnet in Hoffenheim. Dort, wo spätestens nach dem 0:2 gegen Gladbach zuletzt und nur 2 Siegen in 9 Pflichtspielen unter der Regie von Trainer Pezzaioli doch arge Unruhe herrschte in dieser Woche. Vor dem Spiel gab es ja viele Spekulationen, wer die Nachricht vom jeweiligen Trainerabschied zum Saisonende besser wegstecken würde. Die Bayern oder doch der HSV? Die Antwort darauf fiel letztlich mehr als deutlich aus. 6:0 gewannen die Münchner gegen eine am Ende völlig kopf- und chancenlose Hamburger Mannschaft. Ja, ein klares Bekenntnis zum Trainer gab es von HSV-Sportchef Reinhardt nach dem Spiel übrigens nicht. Dafür kündigte er für morgen eine Krisensitzung an. Die weiteren Ergebnisse der Fußball-Bundesliga. Wolfsburg unterliegt Nürnberg 1:2, Kaiserslautern schlägt Freiburg 2:1. Das gleiche Ergebnis auch in der Partie Schalke gegen Frankfurt. Im Abendspiel trennten sich Bremen und Gladbach 1:1. Der Ausgleich für die Borussia durch Dante erst in der Nachspielzeit. Bereits gestern der Kölner 4:0-Sieg über Hannover. Morgen dann noch 2 Spiele. Mainz empfängt Leverkusen und St. Pauli hat Stuttgart zu Gast. Die Tabelle: Dortmund führt mit immer noch großem Vorsprung vor Leverkusen und Hannover. Die Bayern auf Platz 4 verkürzen den Abstand auf die Champions-League-Plätze. Die zweite Hälfte, angeführt von den wiedererwachten Schalkern, Köln jetzt schon einen Punkt dahinter auf Rang 11, gefolgt von Bremen, Kaiserslautern und Frankfurt. Wolfsburg auf den Relegationsplatz abgerutscht, nur noch unterboten im Moment von Stuttgart und Gladbach. Locker und entspannt ist Magdalena Neuner in diese Biathlon-Weltmeisterschaften gegangen. Nach 7 WM-Titeln musste sie sich schließlich nichts mehr beweisen. Und vielleicht war das ja gerade das ultimative Erfolgsgeheimnis. Im Massenstartrennen gewann sie heute ihr 2. Gold bei diesen Titelkämpfen und ist damit jetzt die erfolgreichste deutsche Biathletin aller Zeiten. Sie weiß einfach, wie man beim Saisonhöhepunkt die besten Leistungen zeigt. Magdalena Neuner, die vierfache Medaillengewinnerin von Chanty Mansijsk. Als Erste über die Ziellinie zu gehen, das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Und mir ist erstmal heute aufgefallen, wie schön die deutsche Nationalhymne eigentlich klingt. Im Massenstart demonstrierte Magdalena Neuner, was sie auszeichnet. Kleinere Fehler am Schießstand kann sie immer wieder durch ihre enormen läuferischen Fähigkeiten wettmachen. In der Schlussrunde überholte sie die führende Darja Domracheva und gewann das Rennen vor der Weißrussin und Tora Berger aus Norwegen. Eine glückliche Weltmeisterin. Bei den Männern gewann der Norweger Emil Hegle-Svensson vor dem Russen Ostjugov und dem Italiener Lukas Hofer. Arndt Peiffer wurde Achter. Und frohe Kunde aus deutscher Sicht, die gab es heute auch von den Eisschnellläuferinnen. Stefanie Beckert und Claudia Pechstein gewannen Silber bzw. Bronze bei den Einzelstreckenweltmeisterschaften in Incel. Im Wettbewerb über 5000 Meter siegte die Tschechin Martina Sablikova.
Für die Tschechin war es bereits der vierte WM-Titel über ihre Lieblingsdistanz in Serie. Aber auch die deutschen Läuferinnen waren mit ihrem Ergebnis mehr als zufrieden. Langstreckenspezialistin Stefanie Beckert versuchte alles, um die Zeit Sablikovas zu attackieren, blieb letztlich aber ohne Chance. Rund 4 Sekunden fehlten ihr auf dem Silberrang zum Titelgewinn. Mit besonders großen Emotionen verbunden war die Bronzemedaille von Claudia Pechstein, nur 5 Wochen nach Ablauf ihrer Dopingsperre. Mit der Medaille habe ich nie gerechnet und es ist umso schöner, dass eine Medaille rausgekommen ist nach so 2 harten Jahren. Das ist auf jeden Fall Freudentränen und der schönste 3. Platz bei der WM, den ich jemals geholt habe. Die Berlinerin ist durch diesen Erfolg mit 39 Jahren die älteste Medaillengewinnerin der WM-Geschichte. Das waren die Tagesthemen. Um 0 Uhr senden wir noch einmal eine Extra-Ausgabe über die weiteren Entwicklungen in Japan, insbesondere im Atomkraftwerk Fukushima. Und morgen wird Sie das Morgenmagazin ab 7.15 Uhr über die aktuellen Ereignisse informieren. Im Wetter jetzt gleich unmittelbar im Anschluss sagt uns Sven Plöger für morgen eine ziemlich klare Ost-West-Trennung voraus. Natürlich nur, was Sonnenschein und Regen betrifft, klar. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.